Packen wir es also an. So schwer wird schon nicht werden. Eine Dampfmaschine in einem Wohnraum zu betreiben, kann jeder. Man heizt den Kessel, betrachtet genüsslich den Zeiger des Kesselthermometers, öffnet bei 3 Bar den Dampfschieber, tritt kurz am Schwungrad, die Maschine setzt sich in Bewegung und wir freuen uns an dem Wechselspiel der Gestänge, Wellen, Schieber, Steuereinrichtungen und am kraftvollen Gang des großen Schwungrades. Allerdings währt die Freude nicht besonders lang. Im Falle meiner Stuart mit 1,5 Zoll Dampfzylinder ist in kürzester Zeit jeder Wohnraum in eine Waschküche verwandelt. Und spätestens dann fliegt man raus. Auch gut, man findet Zeit, Überlegungen anzustellen, das Abdampfproblem in den Griff zu kriegen. Wieder erwarten wird es dann trotzdem schwierig. Denn das einzig sinnvolle Ergebnis ist eine geschlossene Lösung mit Kondensatkühlung, Ölabscheidung, Abdampfrückführung zum Kessel Speisewasser und Brauchwassererhitzung, wie in meinem Modell verwirklicht. Vor allem aber die Ölabscheidung hat es in sich, weil halt nun mal Schmieröl im Dampfkessel nichts zu suchen hat. Das hört sich nach dem Alltagsvokabular eines Technikingenieurs an. Leider fällt mir keine bessere Übersetzung ein. Will man jemand technische Dinge näher bringen, sollte man auch deren Namen verwenden. Was muss nun alles passieren, bis sich das Rad der Maschine in Bewegung setzt? Am besten erkläre ich es wohl an einem Funktionsprinzip, denn nur dort kann man alles auf einen Blick zeigen. Wasser für die Maschine besteht bei unserer Wasserhärte aus einem Gemisch von 50% Leitungswasser und 50% destilliertem Wasser. Damit wird der Brauchwasservorratsbehälter befüllt. Von dort wird es je nach Abdampfverlust, welcher unvermeidbar ist, dem Speisewassertank zugeführt. Die Speisewasserpumpe der Hauptmaschine fördert gereinigtes Wasser aus dem Ölabscheider unter einem Druck, der größer sein muss als der Kesseldruck,
in die Heizschlange im Zyklonabscheider. Je nach Bedarf, reguliert durch das Bypassventil, wird das erhitzte Wasser in die beiden Kessel geleitet oder in den Speisewassertank zurückgeführt. Nach dem Anfahren der Kessel mit der vorgesehenen Energie, also Netzstrom oder Gas, entsteht Heißdampf. Die Dampftemperatur steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Kessel herrschenden Druck. Im Falle dieser Anlage, es werden 3 Bar benötigt, ist der Dampf 140 Grad heiß. Dieser Dampf, geregelt durch den Hauptdampfschieber, wird zunächst durch den Öler, dann in die Maschine geleitet. Schmieröler gibt es zahlreiche. In unsere Anlage ist ein Ölinjektor eingebaut. Mit speziellem Dampföl befüllt, mengt er dem Dampf Schmieröl bei, welches nötig ist, die Reibung des Kolbens und des Steuerschiebers in der Maschine zu verringern. Nach geleisteter Arbeit und nach Verlassen der Maschine, jetzt Abdampf genannt, wird dieser in den Zyklonabscheider eingebracht. Durch spezielle Anordnung in Rotation versetzt, wird Schmieröl an der kälteren Behälterwand abgeschieden und sammelt sich am Behälterboden. Abdampf ist aber immer noch so heiß, dass er das in der Heizschlange durchströmende Kesselspeisewasser erhitzen kann. Durch eine Druckerhöhung auf den Ölspiegel im Behälterboden wird das Schmieröl durch das Standrohr in den Schlammbehälter verbracht. Dort an der Oberfläche schwimmend, verbleibt es und kann bei Bedarf entsorgt werden. Das darunter sich ansammelnde Brauchwasser fließt in die Filteranlage des Ölabscheiders. Der durch den Zyklon gereinigte Abdampf wird in den Kondensator geleitet. Dies ist ein Wärmetauscher, der den Dampf zurück in Wasser verwandelt. Die dazu verwendete Raumluft erwärmt sich dabei geringfügig. Das Wasser wird in den Ölabscheider geleitet, aus dem sich wiederum die Speisewasserpumpe versorgt. Der Kreislauf ist damit geschlossen.